Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wochenende Liebesorakel von 2. bis 4. November 2018 und das bedeutet Freitag, Samstag, Sonntag. Diese drei Karten zeigen die Energie am Freitag. Die erste Karte hier oben bedeutet die Erinnerungen. Es kommen Erinnerungen. Es ist nicht immer schön und angenehm, weil da sind auch Erinnerungen, Enttäuschungen, alten Verletzungen, was alles gerade hochkommt. Und teilweise ist zum Erwarten, dass noch Einflüsse kommen von außen. Und ihr könnt damit rechnen, dass es nicht immer angenehm ist, sondern ihr steht in ein Umbrüchen und Veränderungen. Die zweite Karte deutet auch in dieser Hinsicht, dass hier eine Veränderung kommt, weil das ist wie ein Neuanfang, ein beruflicher Neuanfang oder ein Neuanfang in die Liebe, Partnerschaft oder eine Versöhnung. Und gerade in dieser Wandlung befindet euch, und das zeigt hier die dritte Karte an. Das heißt Freitag, die Erinnerungen, alten, verletzten Gefühlen, Einflüsse von außen, ein bisschen unangenehm das Ganze und löst Traurigkeit aus und Tränen, aber das ist wichtig, dass ihr das bewältigt, dass diese Wandlung kommt, weil das sind Umbrüche und Veränderungen und erst dann, wenn das vorbei ist, kommt dieser Neuanfang und mit diesen Neuigkeiten könnt ihr Freitag schon rechnen, eine neue Begegnung oder kommt eine Nachricht, ihr steht vor einem Neuanfang. Samstag, diese drei Karten zeigen die Energie am Samstag und das sind die Handlungen und das ist die Bodenständige, das ist schon Realität, also ihr nehmt das in Hand und ihr werdet handeln. Die zweite Karte ist wunderschön, wenn es um die Liebe, Partnerschaft geht, weil das ist eine Versöhnung, eine Begegnung, auch sehr viel Gefühl und Leidenschaft. Es ist möglich auch, dass hier um einen Vertrag handelt, aber in erster Linie, wenn es um Kelchen geht, handelt es sich um Gefühle, also um die Liebe, Partnerschaft. Und diese männliche Person gibt die Unterstützung, entweder vernünftigen Gesprächen oder ein guter Rat. Also ihr habt auch noch dazu die Unterstützung. Diese drei Karten sind wunderbar, also Handlungen und ein Neuanfang, eine Versöhnung, sehr viel Liebe und Leidenschaft, schöne Gespräche oder Unterstützung, ein guter Rat. Samstag zeigt diese drei Karten die Energie am Samstag. Und hier kommt schon die Belohnung. Es trägt alles Früchte und es ist schon sichtbar. Das ist schon spürbar, dass alles vorangeht. Dieser Mann ist ein sehr kluger Mann. Das bedeutet entweder euren Partner, dass hier vernünftigen Gesprächen kommt und diese Begegnung trägt Früchte und habt ihr ein wunderbares Gespräch miteinander. Oder kann auch eine Schulung bedeuten, dass ihr euch anmeldet in eine Schulung oder seid ihr in einem Seminar und trifft kluge Menschen. Aber bei dieser Karte handelt es sich um einen Mann und dieser Mann gibt Unterstützung oder euren Partner ist sehr klug und trifft gerade kluge Entscheidungen und hier diese Karte symbolisiert die Liebe. Ihr habt einen guten Start, einen guten Neuanfang in die Liebe, Partnerschaft. Ihr habt vieles bewältigt, vieles gelernt und das trägt jetzt Früchte. Es kommt jetzt die Vernunft, vernünftigen Gespräche, Klärungen, sehr viel Leidenschaft und Glück in die Liebe, Partnerschaft.
Und das war die Wochenende Liebesorakel und ich möchte die Neuigkeiten verkünden. Weihnachten nähert sich. Beschenkt euch selbst oder schenkt jemand etwas. Ich habe tolle Ideen in meinem Shop, Geschenkideen, und das befindet sich unter www.denderasusannamedici.com. Wenn ihr Unterstützung braucht, dann soll das persönlich sein. Schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation und ich wähle etwas aus. Halbedelstein, Duftöl, Kerzen und Räucherstäben, passend auf euren Situation, und eine Besonderheit, ein Amulett. Und das sind Steine aus dem Meer, was ich selbst auswähle. Das ist die weibliche Energie, Energie des Meeres und meine Energie noch dazu. Das möchte ich aber nicht betonen. Es handelt sich um das Meer, das weibliche Kraft. Dazu kommt ein schamanischer Trommel, die männliche Energie, und wird etwas drauf graviert, ein Runensymbol. Und diese Runensymbolen dienen auch als Schutz und ihr könnt als Schutzamulett tragen. Und das ist etwas Persönliches. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Die Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen, und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.